ziehen die Unwetterwolken aufs Meer hinaus. Die Durchsage wirkt wie eine Erlösung. Die letzte Chance zum Fischen vor der Sommerpause. In einem Durchgang legen wir 10 solcher Körbe mit Fangleine aus. 3 Durchgänge werden wir machen. Zusammen sind das gut 2,4 Kilometer Fangleine. Aber es kommt trotzdem vor, dass wir auch mal gar nichts fangen. Auslaufen rechtzeitig um Mitternacht. Um 4 Uhr, kurz vor Morgengrauen, erreicht die Flotte ihr Ziel. Die Nähe der Kollegen ist bei Wettereinbruch sicherer und sorgt dafür, dass alle die gleichen Chancen haben. Trotz eisigem Wind und klammen Fingern, Herr Katayama und sein Bruder sind bei guter Stimmung. Noch hoffen sie, den Ausfall der letzten Woche wieder gut zu machen. Mit etwas Glück fangen wir 10 oder 20. Aber man kann nie wissen. In letzter Zeit haben sie sich rar gemacht. Fast eine Woche lag das Schiff im Hafen. Jetzt ist Eile geboten. Das Wetter droht sich schon wieder zu verschlechtern. Rasch wird die Leine eingeholt. Mit dem Bambusstock werden die kleinen Fische, die sich an der Leine verfangen haben, abgeschlagen. Doch vom Fugu keine Spur. Zweiter Versuch. Wieder die Leinen mit Köder bestücken. Das Wetter verschlechtert sich, die Anspannung steigt. Die See wird rauer. Wenn sie nicht bald etwas fangen, war alles umsonst. Wieder läuft die Fangleine durch. Nichts. Nicht ein einziger Fisch. Es ist niederschmetternd. Auch das noch. Eine Sturmwarnung wird durchgegeben, aber Seishi Katayama will nicht umkehren. Einmal muss er es noch riskieren. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, das sind unsere letzten Köder. Jede Minute zählt. Jeder Meter ein inständiges Hoffen. Wenn sie ohne Fugu beidrehen, haben sie nur Verluste. Doch da sehen sie etwas. Endlich ein Tigerfugu, die begehrte Delikatesse. Nicht allzu groß, aber immerhin. Die letzten Meter laufen durch. Noch einer im Netz. Und diesmal ein wahres Prachtexemplar. Und dann folgt ein grausames Ritual. Dem Fugu werden die scharfen Zähne gezogen. Denn sonst würde der aggressive Fisch im engen Behälter seine Artgenossen beißen und verletzen. Zehn Stunden waren sie auf See und im Heimathafen warten bereits ungeduldig die Händler. Der Blick in die fast leeren Fischtanks gibt wenig Grund zum Jubeln. Jeder hier weiß, seit Jahren sind die Fangquoten rückläufig. Doch so schlecht wie heute lief es selten. Herr Katayama ist den Tränen nahe. Das war wirklich wenig heute. Das ganze Jahr lief es nicht gut. Und ich habe gehofft, heute mal mehr zu fangen. Aber was soll man machen? Schluss, aus. Jetzt ist die Saison zu Ende. Vom armen Fischer zum reichen Shimonoseki. Der wahrscheinlich einzigen Stadt, in der jeden Morgen vor einem Fugu die Nationalflagge gehisst wird. Nirgendwo hat man von dem Kult mit dem giftigen Fisch so profitiert wie hier, dem japanischen Fugu-Handelszentrum. Shimonoseki. Das ist so etwas wie Fugu City.
früh am Morgen die erste Fugu-Auktion. Der Fang aus ganz Japan wird hier versteigert. Doch tatsächlich werden nur noch 20% aus der Fischerei bezogen. 80% stammen heute aus künstlicher Aufzucht. Die Versteigerung ist ein Ritual nach alter Tradition. Wer hier bietet, braucht Fingerspitzengefühl. Wird ein Finger gegriffen, so steht das für 1.000 Yen. Zwei Finger für 2.000 Yen, drei Finger bedeuten 3.000 Yen und so weiter. Geheime Absprachen gibt es nicht. Das höchste Gebot wird stets ausgerufen, laut und deutlich. Eine Tradition zu Ehren der Vorfahren. Das Tuch symbolisiert den Kimono. Gab man sich als Samurai unter dem Ärmel die Hand, war ein abgegebenes Gebot verbindlich. Ein paar Häuser weiter wird der erstandene Fisch verarbeitet. Der Killerfisch, hier eine Delikatesse vom Fließband. Für Restaurants ohne Personal mit Lizenz wird der Fugu bereits hier ausgenommen. Japans Lust auf den giftigen Kugelfisch hält einen ganzen Geschäftszweig in Gang. Den Fisch, den wir auf der Auktion kaufen, zerlegen und entgiften wir hier, machen ihn küchenfertig und verschicken ihn ins ganze Land. Hier hinter mir wird der Fugu in Kartons verpackt. Die gehen dann an Restaurants und Fachgeschäfte. In der Hochsaison verarbeiten wir hier 6.000 Stück pro Tag. Die entgiftete Delikatesse, nun so harmlos wie abgepackte Heringe, versichert der Großhändler. 3 Millionen Tonnen Kugelfisch verspeisen die Japaner jedes Jahr. 80% davon kommen aus Shimonoseki. Der Kultfisch hat die Stadt reich gemacht. So nennt man ihn hier auch nicht Fugu, sondern Fuku, was Reichtum bedeutet. Tsukiji in Tokio, größter Fischmarkt der Welt. 65.000 Auktionäre, Zulieferer, Groß- und Kleinhändler. Eine Stadt in der Stadt. ...2000 Tonnen Fisch werden hier täglich umgesetzt. Von Seetang und Sardinen bis zu Edel, Thunfisch und Kaviar. Gehandelt werden sämtliche Delikatessen aus dem Meer. Selbstverständlich auch die giftigen. Mit kritischem Blick inspiziert Meister Miura bei seinem Stammhändler die frische Ware. Na, die sind mir zu klein. Wir haben noch mehr. Schauen Sie doch mal da. Oh, der hier ist genau richtig. Entscheidend ist die Größe und wie dick er ist. Die Dicken schmecken einfach besser. Natürlich könnte ich direkt beim Fischer kaufen, aber da habe ich keine Auswahl. Hier in Tokio dagegen kann ich mir von allem das Beste aussuchen. Nur wer sich mit einer Lizenz ausweisen kann, darf den frischen Kugelfisch erstehen. Da Chef Miura aber seit 40 Jahren Stammkunde ist, genügt sein Name, um den Kauf zu markieren. Auch Atsushi kommt an diesem Morgen zum Fischmarkt. Allerdings in einen entlegenen Winkel, in den sich nur wenige verirren. Giftentsorgung steht hier an der Tür. Innen stickige Luft, eine schweigende Gemeinschaft in weißen Kitteln und junge Männer, die hinter Sicherheitsglas nervös mit Büchern und Fischen hantieren. Trainingsbeginn in der Fugu-Fachschule. Hier werden in einem Monat die Prüfungen der Köche abgenommen.
Heute will Atsushi dem Prüfer zeigen, wie schnell er inzwischen ist. Mit dem Messer. Als wäre der Druck nicht schon groß genug. Auch Chef Miura hat heute ein wachsames Auge auf Atsushi. Schon heute gelten die Prüfungsbedingungen. 3 Messer, 5 Handtücher, ein Fisch und nur 20 Minuten Zeit. Fertig? Achtung. Und los. Also das Zerlegen kann er. Er hat schon mehrere hundert ausgenommen. Aber ob das für die Prüfung reicht, wird sich zeigen. Jedes der giftigen Organe muss auf einem Tablett penibel platziert und mit einer Namensplakette markiert werden. Wenn er unsicher ist, sich auch nur einmal vertut oder korrigieren muss, ist der Test für ihn vorbei. Die genießbaren Teile werden küchenfertig zerkleinert und auf einem zweiten Tablett ausgelegt. Die Zeit wird knapp. Noch 1:15. Atsushi versucht, sich von den bohrenden Blicken der Profis nicht aus dem Takt bringen zu lassen. Doch die Messerspitze verrät, er steht unter Hochspannung. Lassen Sie das Sashimi nun liegen. Machen Sie alles sauber und prüfen Sie noch mal, ob Sie nichts falsch gemacht haben. Na, das war ja sehr knapp. Da wird er noch üben müssen. Sehen Sie dies hier? Diese Sehnen müssen Sie abschneiden. Und dann das hier. Geben Sie mir mal ein Handtuch und drücken Sie das aus. Hier, sehen Sie das? Da ist noch Blut dran. Blut ist giftig, ganz besonders nah am Herzen. Hier und hier. Das ist am wichtigsten. Wenn Sie das in der Prüfung so machen, sind Sie draußen. Natürlich muss man mit den Eingeweiden vorsichtig sein. Wenn ich mal ein eigenes Restaurant habe und Fubu serviere, der ist schließlich giftig. Also wenn man da nicht aufpasst, kann schnell etwas passieren. Der Fugu. Ein kleiner Fisch voller Rätsel. Nicht alle Kugelfische sind gleichermaßen giftig. Selbst innerhalb derselben Sorte und im selben Territorium können sie tatsächlich giftig oder aber genauso gut ungiftig sein. Forscher versuchen herauszubekommen, warum. Wir wissen, dass die Eier des Fugu, in denen die Giftkonzentration ja mit am höchsten ist, von anderen Fischen gemieden werden. Das Gift ist also womöglich dazu da, die Eier zu schützen. Aber wir haben auch beobachtet, dass Kugelfische, die auf engem Raum sehr aggressiv sind, bei hoher Giftkonzentration wieder ausgeglichener werden. Außerdem stärken sie damit ihr Immunsystem. Wir könnten also behaupten, der Fisch braucht das Gift, um emotional ausgeglichener zu werden. Dem Giftgeheimnis auf der Spur. Auch im Labor kam der giftbäuchige Fisch und das Messer. Und offenbarte Erstaunliches. Der Fugu aus dem Meer war mehr oder weniger giftig, doch die Zuchtfische, alle ungiftig. Nachdem wir das festgestellt hatten, haben wir überlegt, was passiert eigentlich, wenn wir dem ungiftigen Fugu das Gift ins Futter mischen. Und tatsächlich waren auch diese vorher ungefährlichen Fische plötzlich giftig. Also lag der Schluss nahe, dass der Fugu das Toxin gar nicht selbst bildet, sondern über die Nahrung aufnimmt und im Körper speichert. Den wahren Verursacher des Gifts vermutete man in der Nahrungskette. Pseudomonaden, Bakterien als Giftproduzenten, des Rätsels Lösung?